Vielen lieben Dank, vielen Dank, St. Ingbert. Ich bin sehr aufgeregt, aber ich freue mich auch sehr, sehr, hier auf der Bühne stehen zu dürfen, zu diesem sehr, sehr schönen Anlass. Mein Name ist Sandra Davina, ich komme aus Essen, aus dem schönen Ruhrgebiet und ganz nebenberuflich studiere ich Germanistik. Wow! Ich habe mich also gegen Geld und einen sicheren Arbeitsplatz entschieden. Umso mehr freue ich mich, dass ich heute Abend hier mein Soloprogramm vorstellen darf. 100 Meter Luftpolsterfolie, verrückt. Luftpolsterfolie ist tatsächlich etwas sehr, sehr Schönes. Sie merken direkt, ich mag es, wenn es knistert. Ich mag es aber auch, wenn man Dinge kaputt machen darf, ohne dass hinterher jemand sauer ist. Denn ich habe in meinem Leben schon sehr, sehr viele Dinge kaputt gemacht, weswegen einige Menschen immer noch sauer auf mich sind. Ich bin nicht ganz zufällig hier. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt nur noch im Saarland auftrete. Nee, ich habe auch tatsächlich in Vorbereitung auf diese Veranstaltung heute Abend sehr viel Luftpolsterfolie kaputt gemacht, weil es sehr, sehr beruhigend ist. Ich möchte sagen, es waren bestimmt ein paar Kilometer, es hat ein bisschen was geholfen. Und das Schöne ist, wenn man Luftpolsterfolie bestellt, dann kommt das in so Rollen. Und wenn man ganz viel Glück hat, ist die Luftpolsterfolie nochmal in Luftpolster eingewickelt. Das ist dann quasi wie Weihnachten und Ostern an einem Tag. Das ist ganz besonders toll. Da freue ich mich jedes Mal sehr. Ja, ich möchte etwas über mich erzählen. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Ich bin nicht am Wasser gebaut, ich bin eigentlich im Wasser gebaut. Ich bin ständig irgendwie emotional in Wallungen. Wenn ich irgendwie Zoo-Dokus gucke auf dem ZDF, dann weine ich schon. Gestern zum Beispiel stand ich an der Supermarktkasse und der Mann vor mir, der hatte so ein Portemonnaie und da drin war so ein Foto von seiner Frau mit dem gemeinsamen Kind. Total schön. Ich hatte direkt eine Wahnsinnsgänsehaut. Und dann ist mir aufgefallen, dass das gar kein privates Foto ist, sondern das neue Design der Payback-Karte, was mich nicht davon abgehalten hat, trotzdem sehr glücklich zu sein darüber. Oft bin ich aber auch unglücklich und traurig. Vielleicht kennen Sie das auch aus Ihrem privaten Leben. Vielleicht bin ich da nicht alleine. Und ich finde, in solchen Momenten hilft zum Beispiel Musik. Musik hilft zum Beispiel sehr gut, wenn man Radio hört oder eine CD. Ich würde jetzt einmal kurz das Radio anmachen. Mal gucken, wie das dann klingt. Das klingt jetzt nicht so gut. Sie müssen sich das einfach vorstellen, dass das jetzt das Radio ist. 20.56 Uhr, ganz genau. Ich raste aus. Was ist das denn bitte für eine schöne Uhrzeit? Und das an diesem tollen Samstagabend. Wir haben heute noch was mit euch vor. Später in der Sendung, da gibt es wieder den Geldschauer. Rufen Sie an und gewinnen Sie 2,50 Euro normalerweise. Heute im Super-Samstag-Jackpot ganze 3,52 Euro Wertbons von der Bahnhofstoilette. Vor den Nachrichten. Da gibt es aber erstmal einen echten Gute-Laune-Song für euch. Das hier ist Pharrell Williams mit Happy. Ich drehe das Radio leiser. Dieser Song macht mich immer so unglaublich traurig. Because I'm happy, clap along if you feel like that's what you wanna do. Ich möchte lieber nicht klatschen. Klatschende Menschen sehen irgendwie dumm aus, weil sie sich die ganze Zeit selbst ein High Five geben. Aber ja, sieht tatsächlich sehr dumm aus, aber lassen Sie sich nicht abhalten. Aber weinende Menschen sehen auch irgendwie dumm aus, weil sie offensichtlich die Kontrolle über ihren Körper verloren haben. Statistisch gesehen weinen Frauen 5-mal so oft wie Männer und das meistens in der Zeit zwischen 19 und 22 Uhr. Wenn man den Zahlen glauben darf, sind Männer also offenbar die wesentlich glücklicheren Menschen auf diesem Planeten, zumindest in der Zeit zwischen 19 und 22 Uhr. Ich habe schon mal ausprobiert, wie es ist, ein Mann zu sein. Zu meinem Glück hatte mein Mitbewohner Robert an jenem Morgen seine Bartstoppeln im Waschbecken vergessen, sodass ich mir damit einen amtlichen Drei-Tage-Bart ins Gesicht basteln konnte. Seine schwarzen Stoppeln legten sich in wolligen Locken über meine Wangen und mein Kinn. Einige besonders vorwitzige Härchen kitzelten mich in der Nase, sodass ich niesen musste. Eine Handvoll Schnodder verfing sich in meinem Bart, in meinem prächtigen neuen Bart. Und ich hatte ihn genau so lange lieb, wie mir nicht auffiel, dass Robert selbst in letzter Zeit ausgesprochen wenig Bart getragen hatte. Überhaupt noch nie, wenn ich es recht bedachte. Aber wo auch immer dieser Bart herkam, er stand mir ausgesprochen gut. Statistisch gesehen steht Männern ein Bart deutlich besser als Frauen. Statistisch gesehen ist es 5-mal wahrscheinlicher, von einem Stuhl getötet zu werden, als von einem Hai. Statistisch gesehen verliebt sich alle 11 Minuten ein Single über Parship. Und ganz nüchtern gesehen bin das alle 11 Minuten nur ich, immer wieder.
Wie soll man also nicht weinen? In dieser Welt, in der die AfD immer noch mehr Facebook-Likes hat als Rolf Zukowski, in der mehr Menschen in Gesellschaft Pokémon Go spielen als am Lagerfeuer Gitarre, in der allein in Deutschland jährlich 500.000 Bäume gefällt werden, nur weil es immer noch Idioten gibt, die alle ihre E-Mails ausdrucken, in einer Welt, in der mehr Menschen wöchentlich ins Solarium gehen als jährlich ins Theater. Kein Grund zum Happy sein also, kein Grund zum Klatschen, nur ein Grund traurig zu sein. Ich weine heimlich, wenn mich keiner sieht. Ich weine, wenn ich traurig bin, einsam bin, aufgewühlt bin, wütend bin, ratlos bin, ängstlich bin, beleidigt bin, gekränkt bin, gelangweilt bin, nervös bin, fröhlich bin, nicht fröhlich bin, ein bisschen fröhlich bin und ich weine auch, wenn ich sehr, sehr hungrig bin. Einmal habe ich in einer sehr unpassenden Situation geweint, weil ich mich daran erinnert habe, wie ich in einer sehr unpassenden Situation geweint habe. Das war sehr unpassend. Eine beispielhafte, unpassende Situation, in der ich geweint habe, jetzt. 2002, als ich das erste Mal eine OB-Tamponanleitung gelesen habe und fälschlicherweise dachte, dass es sich dabei um einen sehr, sehr traurigen Comic handelt. Verstörend und hochdramatisch, wie dieser kleine, freundliche Wattwurm einfach und schwupps mit einem Haps gefressen wird. Eine traumatische Erfahrung. Ich habe 3 Wochen so heftig geweint, dass ich ein halbes Jahr lang nicht mehr Pipi musste. Dabei kommt das Wort weinen ganz sicher vom Wort Wein, weil betrunkene Menschen schneller weinen als nüchterne. Während ich jetzt gerade weine, stehst du mit Wein vor meinem Fenster. Es ist 21 Uhr und ich rieche auffallend stark unter meinem linken Arm. Der Schweißfleck hat sich bereits in mein T-Shirt gefressen und dort eine Insel hinterlassen, nämlich kristallin funkelt. Voll schön. Im Radio gewinnt eine hysterische Frau 3 € und 2,50 € Wertbons von der Bahnhofstoilette. Das macht mich traurig. Ich esse derweil Müsli aus meinem Bauchnabel, was den Vorteil hat, dass ich später kein Geschirr abwaschen muss und dafür erfreulicherweise ein wenig nach altem Puderzucker und getrockneter Haarmilch dufte, wenn der Wind nur günstig steht. Ich bin eigentlich nicht wirklich hungrig, weil ich vorhin schon Müsli aus meinem Bauchnabel gegessen habe, aber wie ich so da lümmel und meine Achsel bestaune, habe ich noch ein paar Reste unter meinem T-Shirt gefunden, die zwar zugegebenermaßen nicht nach Müsli schmecken, aber zumindest genauso laut knuspern. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Ich fühle mich nicht wie ein Raum ohne Dach. Ich fühle mich wie ein Raum ohne Türen und Fenster. Du stehst draußen vor dem Haus und drückst hartnäckig den Klingelknopf. Ich fühle mich nicht nach Gesellschaft. Ich fühle mich nicht nach dir, weil du nur wissen willst, wie es mir geht, weil du mich anschaust und weil die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass du dann wieder so schrecklich freundliche Dinge sagst wie du, ich mag deine Stirn. Was mich davon abhält, darüber sehr, sehr traurig zu werden. Dann schaust du mir tief in die Augen und fragst, sag mal, weinst du? Oder ist das der Regen, der von deiner Nasenspitze tropft? Und du klingst dabei so echt. Sag mal, weinst du etwa? Oder ist das der Regen, der von deiner Oberlippe perlt? Und natürlich ist das der Regen. Ich tropfe nur dem Regen wegen, selbst wenn uns 1000 Schirme und Dächer vom Himmel trennen, siehst du mich höchstens regnen. Aber niemals flennen. Ich habe ständig Angst, um auszusehen. Beim Klatschen, beim Singen, beim Tanzen, beim Leben. Und darüber vergesse ich manchmal, dass ich besser glücklich wäre. Vielleicht lasse ich dich also einfach rein, denn die Wahrheit ist doch, dass die Uhrzeit und das Geschlecht ganz egal sind, wie man sich scheiße fühlt. Hauptsache ist jemand da, der einem den Regen aus dem Gesicht wischt, der ihm die Hand hinhält. Zum High Five, der einem wieder Türen und Fenster ins Zimmer baut und damit mehr gibt als 3 € und 2,50 € Wertbons von der Bahnhofstoilette. Und das wäre dann doch tatsächlich mal ein sehr guter Grund zu klatschen. Danke. Vielen Dank.